Hallo meine Lieben, es hat wieder ein neues Quartal begonnen und das bedeutet für mich immer, dass ich auch wieder neue Zahnbürsten brauche. Alle 3 Monate sollte man ja neue verwenden und ich mache das immer zu jedem neuen Quartal, so muss ich mir kein Datum merken. Und ich finde es unglaublich, dass schon wieder ein Quartal rum ist. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, die Zeit rast so unglaublich schnell. Und gefühlt habe ich gerade erst das letzte neue Quartalvideo für euch gedreht und auf einmal denke ich, ey, ist ja schon wieder so weit. Wahnsinn, ich weiß nicht, wo die Zeit bleibt. Geht euch das auch so? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, weil mit allen, mit denen ich bisher so rede, die sagen genauso, ey, die Zeit rast so unglaublich schnell. Ja, aber kommen wir mal direkt zur Sache. Neue Zahnbürsten. Also, ich zeige einmal kurz, welche ich bisher benutzt habe. Und zwar hatte ich im letzten Quartal einmal diese Ultrasoft verwendet, eine weiße mit so einem Blümchen. Das ist eine Special Edition und genau das Pendant dazu hatte eben auch Marc verwendet, hier die graue. So sieht die zweite dazu aus, die waren in einem Doppelpack. Und dann hatte ich noch die blaue Velvet dazu und so eine grüne 1006 ist das, die Single-Zahnbürste. Und die müssen jetzt auf jeden Fall neu. Da mein Zahnbürstenvorrat sich jetzt aber tatsächlich dem Ende zugeneigt hat, haben Marc und ich neue bestellt und das Paket kam an. Ein riesiges Paket von Curaprox. Aber was da noch so alles drin ist, das zeige ich euch in einem separaten Video. Das kommt dann als nächstes. Jetzt zeige ich nur, was ich mir für dieses Quartal hier rausgenommen habe aus meiner schönen Kiste. Und was ich mir für dieses Quartal jetzt an neuen Zahnbürsten ausgesucht habe. Und den Rest, wie gesagt, seht ihr dann an einem neuen Video. Als Ultrasoft habe ich mir wieder eine Special Edition bestellt. Und zwar ist das die Colorful Curls. Und die ist gerade neu rausgekommen. Und ich fand die einfach so mega schön. Also die Farben, ich finde es richtig, richtig schön, diese Edition. Deswegen musste ich mir die gleich bestellen. Die ist aber, finde ich, sehr weiblich. Also Marc war jetzt nicht so begeistert von der, beziehungsweise er fand sie schön, aber halt für eher was für Frauen so. Und die letzten Male haben wir uns ja immer eine Special Edition geteilt. Das heißt, ich habe die eine Farbe genommen und er die andere. Und das wollte er diesmal nicht so gerne. Deswegen hat er sich seine eigene Special Edition ausgesucht. Und zwar diese hier, das ist die Power Smile Edition. Finde ich auch ganz schön. Einmal eine rote und eine gelbe. Ich packe die auch gleich nochmal aus. Diese nehme ich dann also als Ultrasoft. Ich nehme jetzt erstmal die pinke in diesem Quartal und dann die lilane ein anderes Mal. So sehen die beiden ausgepackt aus. Also einmal pink, einmal lila. Ich finde sie echt mega schön. Ich mag auch diesen durchsichtigen Griff bei den Special Editions, weil die, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Kristall. Ich finde es mega schön. Und dann mag ich meine Zahnbürsten ja immer ganz gerne farblich zueinander abstimmen und auch so ein bisschen zur Jahreszeit. Also ich achte so ein bisschen drauf, im Frühling am liebsten nehme ich ein bisschen Frühlingsfarben oder eben fröhlichere Farben. Im Herbst dann die Herbsttöne, im Winter gerne ein bisschen kühlere Farbtöne. Ich habe da immer mega Spaß dran. Deswegen brauche ich jetzt ja noch eine Velvet und die habe ich mir in rosa ausgesucht. Rosa mit grauen Borsten, passend zu dieser rosa-pinken Ultrasoft hier. So sieht die dann ausgepackt aus. Also eine ganz schöne Farbe. Ich finde, es passt auch super schön zusammen, die beiden. Der Griff von der Velvet ist immer matt. Finde ich aber auch super schön und da fühlt sich auch immer sehr schön an. Und zu guter Letzt brauche ich auch noch eine neue Single-Zahnbürste. Ich nehme in diesem Quartal wieder die 1006. Die hat etwas kürzere Borsten als die 1009. Auch etwas härtere Borsten als die 1009. Ich mag die gerade sehr gerne, deswegen nehme ich wieder die 1006. Und farblich muss sie natürlich wieder dazu passen. Somit habe ich dort ein sehr schönes rosa-lila Trio. Also ich finde es einfach mega schön. Ich freue mich immer über die Farben und das bringt richtig Spaß. Also ich liebe es, mir Farben auszusuchen. Da gibt es ja echt super viele verschiedene. Ich habe es als Kind einfach schon geliebt. Ich habe es geliebt, mir neue Zahnbürsten aussuchen zu dürfen. Und damals gab es halt noch gar nicht so viele verschiedene, auch gerade bei den Kinderzahnbürsten. Aber dennoch, ich war immer ganz begeistert, wenn ich mir eine neue aussuchen durfte und das hat sich bis heute nicht geändert und ja, das ist hier so echt mein Kindheitstraum, der wahr geworden ist. Ich glaube, ich wäre ausgeflippt als Kind, wenn ich so viele verschiedene Farben zur Auswahl gehabt hätte. Dann nehme ich natürlich auch wieder neue Bürstenköpfe für die Hydrosonic Pro.
das ist ja immer das Gleiche, deswegen gehen wir halt mal schnell weiter zum nächsten. Ich brauche nämlich unbedingt auch einen neuen Aufsatz für mein Travel Kit. Das Travel Kit hatte ich jetzt im Urlaub dabei, hier von CoverProx auch. Und ich war in Südkorea im Urlaub und da haben Marc und ich jeden Tag mit unserem Travel Kit unterwegs geputzt. Also mindestens einmal am Tag, meistens sogar zweimal am Tag, weil wir einfach nicht zu Hause gefrühstückt, also wir haben eine Freundin besucht und wir haben nicht bei ihr zu Hause gefrühstückt, sondern unterwegs. Das heißt, eigentlich haben wir jeden Tag unterwegs nach dem Frühstück erstmal die Zähne geputzt und meistens auch nochmal mittags. Und dann eben nur abends zu Hause und deswegen, das war jeden Tag bei mir dabei und ich habe es jeden Tag benutzt und halt immer auf öffentlichen Toiletten. Und das Leitungswasser ist jetzt auch nicht so gut wie in Deutschland, also es roch schon nicht so schön, das Leitungswasser. Deswegen, ich hätte es eigentlich direkt nach dem Urlaub ausgetauscht, egal ob ein Quartal rum ist oder nicht. Deswegen, das ist auch eine Sache, die ich jetzt nicht regelmäßig jedes neue Quartal nehme, sondern je nach Bedarf erneuere ich das. Und nach so einem Urlaub hätte ich definitiv das gleich erneuert. Nur der Urlaub ist gerade mal 1,5 Wochen her, seitdem habe ich sie nicht gebraucht. Deswegen kommt sie jetzt auf jeden Fall neu. Und dann zeige ich euch auch noch einmal Marcs Zahnbürsten, weil ich denke mir immer, es ist vielleicht für die Männer unter euch auch ganz interessant, was er sich so für Farben aussucht. Das waren jetzt die vom letzten Quartal, die alten Zahnbürsten. Und jetzt zeige ich, welche neuen er sich genommen hat. Und dann hatte ich ja schon gesagt, hat er sich die Power Smile Edition bestellt. Das ist diese, die packe ich auch noch einmal kurz aus. Auch die haben so einen durchsichtigen Griff, einmal in Gelb und einmal in Rot. Ich finde die auch sehr schön. Und ja, die hat er sich jetzt ausgesucht. Er wird erstmal in diesem Quartal die gelbe benutzen, später dann die rote. Die Velvet hat er im letzten Quartal überhaupt gar nicht benutzt, deswegen nimmt er die jetzt einfach in diesem Quartal, wenn er sie wieder benutzt. Also die ist wirklich unbenutzt und ja, passt auch zusammen. Und wenn nicht, wäre es ja auch nicht ganz so wichtig. Es ist eher so mein Ding, dass ich da echt Spaß dran habe, die immer farblich abzustimmen. Und dann brauche ich auch eine neue Single-Zahnbürste. Die 1006 nimmt er jetzt auch. Und zwar in dieser Farbe hier, so ein Türkis. Also das sind jetzt die drei Zahnbürsten, die Marc benutzt. Und auch Marc hat das Travel Kit im Urlaub benutzt. Wir benutzen es auch in Hamburg, aber eben da nur sporadisch, gelegentlich, wann immer man es halt mal braucht. Aber im Urlaub jetzt ja wirklich 1 bis 2 Mal, eher 2 Mal am Tag. Und ja, da kommt jetzt auf jeden Fall auch ein neuer Aufsatz für drauf. Wenn auch du jetzt Lust bekommen hast, Produkte von CoverProx zu kaufen, denk auf jeden Fall an meinen Code DrAmi20. Damit sparst du nämlich 20% auf alle Produkte, also auf den gesamten Warenkorb, bereits ab dem 1. Euro und das auch bei jeder Bestellung. Also du kannst den beliebig oft verwenden. Einfach DrAmi20 eingeben und dann werden an der Kasse automatisch 20% abgezogen. Das Ganze machst du über die Homepage www.curaprox.de. Und das war's auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du zu meiner Auswahl sagst und auch gerne mal, welche Zahnbürsten du benutzt. Da bin ich auch immer ganz gespannt. Ich höre mal gerne von euch, was ihr für Produkte verwendet, welche ihr gerne mögt, womit ihr gut zurechtkommt. Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da freue ich mich immer. Und abonniert auch meinen Kanal, damit ihr meinen Kanal unterstützt und viele weitere tolle Videos von mir sehen könnt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.